Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich tue zwischen den Folgen immer meinen Charakterbildschirm aufmachen, weil das dann das Ganze schön pausiert und ich dann beim Schneiden weiß, wenn der weg ist, dann ist hier der Folgenanfang oder wenn er kommt, ist das Folgenende, wenn ich schnell durchskippe. Und ich habe gerade gesehen, ich brauche nur noch 55 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Hey! Super, vielleicht kriege ich die hier. Ich habe Logan geholfen. Geht doch. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Danke. So, und jetzt? Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, die ich dich brauche. Eine. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Wo ist denn Edgar? Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Den schnellen. Ich nehme den schnellen. Okay. Geh von hier aus schräg links am Steg vorbei in den Sumpf. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Okay. Schräg durch den Sumpf. Und ich nehme mal diesmal dieses links. Das andere links. Nicht das andere, nicht das eine links. Hä, was? Nein, nicht das rechts. Hä, nicht das rechte links, sondern das linke links. Oder wie auch immer. Ist ja auch egal. Ich möchte diese Sumpfgasdrohne nicht kaufen. Verdammt. Oh oh. Oh oh. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Hilfe! Zu Hilf! Zu Hilf! Oh Mann! Hey, habe ich Edgar gefunden? Ja, hey Edgar! Schön, dich zu sehen! Ups, sorry! Jungs? Hey! Da sind Sumpfgasdrohnen. Wollt ihr die nicht mal angreifen oder so? Oder muss ich die jetzt erledigen? Schau mal, kriege ich die irgendwie anfixiert? Ich möchte gerne diese... Ja, da habe ich eine. Ach nö, komm. Jetzt sag mir nicht, das backt hier rum. Das backt rum. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar habe ich auch einen Zauber, der keinen Flächenschaden macht. Siehst du mal. Okay, das hat nicht so gut geklappt, aber ich kann ja jetzt, da sie weiter weg ist, eben doch Flächenschaden machen. Genau. Ein Mist, viel weniger. Hey, ich habe beide erwischt. Das war nichts zu plündern. Keine Absicht, aber nichts zu holen. Ein netter Nebeneffekt. So, wo sind diese Goblins? Hier sind die Goblins. Gar nichts habt ihr drauf. Meine Goblins, meine Erfahrung. Und ihr habt euch vorhin festgepackt bei diesen seltsamen Sumpfgastrohnen, die über euch geschwebt waren. Also ihr habt gar nichts drauf. Wenn ihr was habt, dann habt ihr was drunter. So. Denn ihr wart nämlich unter den Sumpfgastrohnen. Das heißt, die waren über euch, ja, und ich hab die umgebracht. Das heißt, ich hab was drauf. Ja, ich war quasi noch oberhalb von den Sumpfgastrohnen und ihr seid ganz unten. So sieht's nämlich aus. Da gut. Ist nichts zu holen. Gut, vielleicht sollte ich Ihnen das jetzt vielleicht nicht so auf die Nase binden, wenn ich mich hier als Spion einschleimen möchte, aber in der Sache habe ich doch recht, dass die nichts können. Ach, den habe ich vorhin getroffen mit dem Zauber. So, was haben wir hier? Links, zweimal links, dann zweimal rechts. Hey, gut geraten. Oh mein Gott, ich rate das gerade wirklich alles. Ich bin so gut. So, mir fehlen 60 Mana. Ich bin aber nicht bereit, hier 75 zu verschwenden.
Das heißt, ich schnapp mir hier nochmal eine Feuernessel. Weil eigentlich hätte ich auch Blauflieder futtern können. Ich brauche eh das Leben. Egal, machen wir das mal so. Ja, schon voll. Sumpfgastrone, Sumpfhai, hey! Komm her! Wenn ich schon die Erfahrung von dem Golem nicht gekriegt habe, dann will ich hier zumindest aus Frust nochmal einen Sumpfhai töten. So, gibt's hier noch irgendwas? Noch ein Sumpfhai? Ach komm, was soll's. Ich bin hier, um mit Edgar zu quatschen. Der hat hier irgendein Problem. Nee, der sollte irgendwas besorgen. Genau, eine alte Steintafel. Hey, du bist festgebackt. Zum Glück bist du nur ein normaler Bandit und nicht Edgar, mit dem ich sprechen möchte. Und hier drin ist wohl nichts. Ist hier irgendwas? Nö. Gut. Hier hinten? Nee. Oh Mann, hier gibt's ja gar nichts. Außer ein Pilz. Na, was soll's. Komm, hier, Edgar. Wie läuft's? Du willst wissen, wie's läuft? Ja. Ich sag dir, wie's läuft. Hm? Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollkotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Ja. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Hm. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Das ist nicht gut. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich hab sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ja. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Das ist wahrscheinlich eine vernünftige, überlebenssichernde Strategie, sich von den Gebäuden fernzuhalten. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen, ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. Du bist ja nett. War schön, dich gekannt zu haben. Hey, jetzt komm mal hier. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 20.38 Uhr. Das ist ein bisschen spät. Ach, guck mal, da vorne ist ein Teleporter. Ach ja, oder unten auf der Karte direkt vor mir scheint ein Gebäude eingezeichnet zu sein. Wisst ihr was? Ich suche mir hier mal ein Bett. Die werden ja wohl irgendwas zum Schlafen haben hier. Und dann bin ich mal so dreist und leg mich da einfach rein. Die Frage ist nur, wenn sie ein Bett haben, wo ist es? Ansonsten müsste ich kurz zurück zum Lagereingang. Da war ja ein Bett in der einen Hütte. So, und hier war irgendwo noch ein Pilz, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? War hier nicht irgendwo ein Pilz? Keine Ahnung. Da hinten brennt Feuer. Moment, oder geht's jetzt zum Lager zurück? Ja, da geht's natürlich zum Lager zurück. Ich depp. Na klar ist da Feuer. Goblins? Goblins! Ich bin da mittlerweile einfach kurz und schmerzlos angebunden bei so Gegnern. Habt ihr hier zufällig ein Bett rumstehen? Nee, habt ihr nicht. Oh mein Gott, da muss ich tatsächlich zum Lager zurück. Ach herrje, ich habe einfach keine Lust hier im Dunkeln hier rumzulaufen. Das macht doch keinen Spaß. Nee, ich hau euch jetzt mal hier aufs Ohr eine Runde. Und dann ist wieder der nächste Tag. Ist hier ein Bett? Hier ist doch bestimmt ein Bett, oder? Bei diesen Hütten ist doch bestimmt ein Bett. Eine Truhe? Wichtiger Hinweis, okay. Oh, den hätte ich beinahe übersehen. Den schaue ich mir morgen früh an. So, jetzt habe ich geschlafen, bin ausgeruht. Und jetzt hätte ich gerne diesen wichtigen Hinweis. Wenn er wichtig ist, will ich ihn lesen. Meine Meinung ist... Hey Leute, das Zeug in der Truhe ist für Notfälle gedacht und es ist für alle da. Nehmt euch nur, was ihr davon braucht und nehmt nur so viel ihr braucht. Wenn sich alle daran halten, dann klappt es auch. Das Problem ist nur, dass sich nicht alle daran halten.
Dankeschön. Und... Ui, das ist ja nett. Das ist ja lieb. Vielen Dank, Fletcher. Abgesehen davon, wer ist Fletcher? Fletcher gibt's gar nicht mehr. Nee. Ich sabotiere hier ein bisschen die Banditen. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, hey, ich will ja letzten Endes... Letzten Endes bin ich ja ihr Gegner. Ich bin ja nur... Ich tue ja nur so, als wäre ich ihr Freund. Damit sie mich hier rumspionieren lassen. Und siehst du mal, bei Tageslicht betrachtet, sieht das hier bei Edgar doch schon viel, viel freundlicher aus. Und wenn ich jetzt hier irgendwo ein Bett sehe, dann rege ich mich auf. Sieht aber nicht danach aus. Aber guck mal, hier ist ein Dunkelpilz. Den hätte ich übersehen. So, ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespeichert. Das mache ich mal eben. Und dann wollte ich, glaube ich, davor, ne? Oder? In welche Richtung wollte ich? Ja, ziemlich genau. Und hier so halb rechts ist der Teleporter. So. Eine Blutfliege weniger. Es gibt eh viel zu viele Blutfliegen in dieser Welt. Das tut nicht weh. Ich will jetzt hier nicht durchs Wasser durch. Kann ich hier drüben lang? Ja, hey. Direkt erwischt. Das ist ein glücklicher Zufall. Ach, Blutfliegen. Ich will halt irgendwie auch nicht jetzt meinen Mana verschwenden dafür. Vielleicht kriege ich ja zwei mit einem Schlag. Andererseits... Naja, komm. So schlimm wird es hier wohl nicht sein. Mit zwei Blutfliegen komme ich aber noch zurecht, bitte. Und eine Sumpfratte. Hey! Jetzt komm mal. Das hatte ich nicht gesehen. Das sind zwei Sumpfratten. Ups. Naja, was soll's. So, Blutfliege weg. Fummelkrusch schnappt sich den Pilz. Und bevor jetzt die Goblins noch kommen und ich keinen Mana mehr habe, werde ich dann vielleicht doch mal in Richtung der Magier gehen. Denn nicht zuletzt ist das hier, glaube ich, der letzte... War der vorletzte? Ich weiß nicht. Letzter oder vorletzte Teleporter? So, das hier noch, bitte. Blauflieder, dankeschön. Und dann... Kann ich eigentlich auch rückwärts in den Teleporter rein? Ja, das funktioniert. Das musste ich einfach ausprobieren. So, hey, gib mir mal 10 Mana mehr, bitte. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ich will meine magische Kraft steigern. Das kostet immer noch nur 2. Wie hoch kann ich denn da noch gehen? So, jetzt ist 8.53 Uhr. Wo ist denn das nächste Bett? Das nächste Bett dürfte... definitiv nicht hinter einem der Teleporter sein, sondern hier oben. Hier oben müsste eins sein. Ja, genau, hier sind Betten. So. Ich schlaf mal bis mittags. Und dann gehe ich mal zurück. So, jetzt ist es ja so, dass Edgar bzw. Franco die Steintafel aus dem einen Haus da wollen, aber ich schätze mal, das ist eins der Herrenhäuser. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich das aber selber brauchen für die Magier, schätze ich mal. Das heißt, ich muss jetzt hier mal gucken, ob ich Franco vielleicht die Tafel gebe und danach Franco umlege. Das scheint ja ohnehin der Modus Operandi zu sein, wenn man hier Anführer wird, dass man den vorherigen Anführer umlegt. Hey, da kann ich rein. Ist das eine gute Idee? Bestimmt ist das eine gute Idee. Das könnte schon schief gehen. Außer, dass ich mich festglitsche. Ne, da gibt's nichts. Festglitschen, ja, festglitschen passiert ja leider öfter bei Gothic. Hey, guck mal, eine Leiter! Sumpfratte.
Gehe ich erst hoch? Ich gehe hoch. Da kenne ich nichts. Ich bin jetzt neugierig. Was finde ich da? Das will ich wissen. Eine Leiter mitten im Sumpf. Was bitte tut die hier? Da hat doch bestimmt irgendjemand was versteckt, oder? Gespeichert habe ich gerade, falls ich runterfalle. Ja, siehst du? Sowas zum Beispiel. Sie führt immerhin mal nicht ins Nirgendwo. Das sind hier oben Gegner. Nein, aber ein rotes Kreuz. Hey. Moment, war da vorher nicht irgendwo... Ach so, nee, das war in der letzten Folge bei dem Tunnel zum Canyon. Das habe ich ja schon ausgebuddelt. Ich dachte gerade, ich habe da irgendwas am Rande gesehen. Aber ja, ich habe es am Rande gesehen gehabt. Aber ich habe danach ja auch gebuddelt. Von daher passt das ja alles. Und ich frage mich, ob das vielleicht Gregs Schätze sind, die er hier irgendwie komplett über die Insel verteilt hat. Könnte ja sein, ein Morgenstern. Spruchrolle? Trank? Rohstahl? Wieso Rohstahl? So, wie kriege ich die jetzt auf? Wie viele Dietriche habe ich eigentlich noch? Mal so gefragt. Dürften nicht mehr allzu viele sein, ne? Dietriche? Hallo, Dietriche? Fünf, okay. Links war es nicht. Rechts, links. Also rechts, links, rechts. Links? Ja, hey, gut geraten. Boah, ist jetzt nicht so viel Zeug. Kann man aber machen. Und dann bin ich mal noch gespannt, was sich hier versteckt. Vielleicht eine Steintafel? Vielleicht Gold? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Ring, eine alte Steintafel. Aha, siehst du mal. So, ich glaube, ich habe... Nee, habe ich nicht. Keine Lederbeutel. Was habe ich hier? Goldene Halskette. Doch, zwei Lederbeutel. Mach mal auf. Was habe ich denn jetzt an Spruchrollen? Ich gucke das mal eben noch durch. Blitz, Windfaust, paar Verwandlungen. Golem erwecken. Die ist neu. Die ist neu. Eisblock habe ich zwei mittlerweile. Eispfeil und Tote vernichten. Kleinen Feuersturm habe ich ja schon. Okay, es ist nicht so viel. Und was habe ich hier an Amuletten gefunden? Ring der Priester. Und ich hab immer noch Laris Ring, den muss ich ihm echt mal zurückbringen. Memo an mich, sobald ich zurück bin in der Stadt, sofort zum Hafen gehen, beziehungsweise ich werde mich eh zum Hafen teleportieren, nehme ich an, und Laris seinen Ring zurückgeben, damit der mich da nicht als Dieb oder so bezichtigt. Und da wird er sich bestimmt freuen. So, kann ich ja loslassen? Ja, kann ich. Hey, das war schon fast ein bisschen zu früh. Aber es ist gut gegangen. Kein Problem. So, der Nervenkitzel. Oh. Ist es mir wert, das Ganze hier nochmal zu wiederholen. So, Goblins, wo seid ihr? Ach, die sind da drin, die sehen mich nicht. So lobe ich mir das. Sumpfratten. Sumpfgastrone, hier, weg mit dir. Oh mein Gott, das läuft gerade so gut. Ich bin gerade so begeistert. So, oh, Snapperkraut. Snapperkraut ist wichtig. Das brauche ich für Geschwindigkeitstränke. Sehr schön. Blauflieder. Blauflieder ist gut. Der heilt beides, den nehme ich auch mit. Da ist nichts. Nee, so. Die haben nichts dabei. So, und bevor mich jetzt diese Goblins von hinten angreifen, würde ich gerne... Wo sind die denn? Da sind sie. Und da ist noch einer, ha? Huh? Wo ist der andere hin? Da. Ach, Mana fehlt. Ach, komm schon! Jetzt... Dämliche Blutfliegen, ey. Ich meine, die können zwar nichts, aber die sind so nervig, dass sie einfach ständig ausweichen. Ah, ich mag die nicht, die Viecher. Da lobe ich mir noch die Goblins. Die sind zwar ein bisschen stärker, aber immerhin lassen sie sich treffen.
Das war blöd. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum ich einen Goblin häufiger mit einem Schlag kaputt kriege und eine etwas schwächere oder generell so nur halb so starke Blutfliege dann mit 3 oder 4 Schlägen. Keine Ahnung. Ach, egal. Halb so wild. Den habe ich ausgenommen. Den da habe ich noch nicht ausgenommen. Minecrawler Panzerplatten. Okay, Haut eines Sumpfheiß. Okay. Das hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Was, das haben die Goblins wohl alles geklaut, hä? Von irgendwelchen Menschen. Aber selber haben die ja wohl kaum einen Sumpfhai gejagt. Oder Minecrawler. Reptilienhaut. Ich fürchte ja immer noch, dass irgendwann so Echsenviecher kommen. Das war, glaube ich, nicht so klug. Gut, erstmal du bist stärker. Die explodieren ja und machen Schaden. Moment, was habe ich da gefunden? Minecrawler Panzerplatten waren das, ne? Dann habe ich doch jetzt mehrere davon schon. Wie viel habe ich denn jetzt? Sumpfhaut. Sumpfhaut. Da habe ich 2. Ja, gut, davor hatte ich eine, jetzt habe ich 2. Okay, das ist nicht die Welt. Nun denn, wisst ihr was? Die Folge ist schon wieder so lang. Oh mein Gott, ich habe 193 Dunkelpilze. Ich fühle mich so gut. Ich glaube, ich brauche ziemlich genau 70 Lebenspunkte. Dann brauche ich ein bisschen Mana. Und dann brauche ich noch ein bisschen Mana. Komm schon. Geht doch. Und da unten steht auch noch ein Goblin, oder? Ja. Goblin, hinfort mit dir. Bevor du mich angreifst, greife ich dich an. Gut. Dann schaue ich mich hier noch kurz um. Siehst du? War ein schwerer Ast. Ja, ist nicht wirklich viel wert. Kann ich verkaufen. Gibt ein kleines bisschen was. So, ansonsten glaube ich, bin ich damit quasi schon drin. So. Jetzt habe ich es aber, oder? Was? Noch eine? Ah, komm her, die schaffe ich auch noch. Er hat doch gelacht. Ja, wo bist du? Welche? Komm her. Doch nicht? Okay. Hat sich's anders überlegt. Soll mir recht sein. So, wo ist jetzt dieses Gebäude? Das war doch irgendwo. Geht es hier links hoch zu dem? Ich glaube ja. Sieht so aus, mit der Anhöhe und so. Ja, ich habe größtenteils den Rücken frei. Das reicht auf jeden Fall, um davon zu laufen. Ich habe den Rücken. Ich habe den Weg auf jeden Fall frei zum Teleporter. Das heißt nichts anderes, als dass diese Folge hier zu Ende ist. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal werde ich dann da reingehen. Und dann werden wir mal sehen, was mich da drinnen erwartet. Und ob... Und ob... Wow, verdammt! Und ob... es dort drin die gesuchte Steintafel gibt. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.